Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Version 3.1 ohne Gräben. Wir sind parallel viele Sachen am Machen. Wir sehen auf Feld 1. Wir sind auf Feld 22 am Kartoffeln roben und abfahren. Wir sind auf Feld 4 am Strohballen pressen. Und ich fahre gerade hier die Strohballen mal ab. Die gerade abgeholt und fahre die jetzt zur Mischfutterfabrik. Dass wir da, weil wir haben da Silageballen auf Vorrat liegen. Wir haben ein paar Grasballen auf Vorrat liegen. Ich habe hier vorne aber noch ein ganzes Feld mit Grasballen. Die bringen wir auch natürlich alle noch zur Mischfutterfabrik. Dann haben wir auf Jahre hinweg, glaube ich, ausreichend Mischfutter. Wir haben auch Mischfutter ohne Ende noch im Hofsilo. Ich habe gerade 150.000 Liter abgeholt von der Mischfutterfabrik. Das heißt, die hat erstmal wieder Kapazität zum Produzieren. Und ja, wir gucken mal. Ja. Also ich muss auf jeden Fall, auch das Feld ist fast fertig gesät. Das ist ja schön, wenn dann das Feld 20 gleich endlich mal fertig wäre mit Kartoffelernten. Das wäre ja Herz allerliebst. Aber da müssen wir mal gucken. So schnell wird das wahrscheinlich noch nichts. So, Trailer Assist an, rückwärts fahren und glücklich sein. So. Muss ich dann nur irgendwie wieder rauskommen. Stroh haben wir hier, ist auch schön. Wir werden glücklich sein. Der Fendt 900 Vario hat seine Arbeit auch erledigt. Der war hier auf Feld 1 am Aussehen. Da haben wir Weizen angesät. Feld 22 machen wir Raps. Ja, siehste, läuft doch wie ein Länderspiel. Der Holmer hat auch seine Schuldigkeit getan, sagen wir mal. So, dann stellen wir ihn jetzt mal. Ich stelle ihn mal so hin, dass er nicht im Weg steht. Dass er muss hier irgendwo stehen.
Nicht schön, aber selten. Ne, nicht schnell, aber selten. Halt. Bin ich? Sehr witzig. Ja, bin ich. Deine Kartoffeln wegbringen. Und dann fahren wir schön in Ruhe zu den Zuckerrüben. So, also dann stellen wir hier erst noch den Traktor zum Säen hin. Naja, wie dem auch sei. So, komm. Hat sich jetzt schon mal hinter den Terrados. Ja, mit ihm hier, ich habe schon mal eingestellt, dass er jetzt Raps säen soll. Den machen wir jetzt Feld 20. Feld 2 wird ja noch bearbeitet. Habe ich schon mal raus.
Fällen ist ja auch echt schnell fertig. Kriegen wir hin, machen wir 3. Läuft das? Ah, okay, klar. Meine Schuld. Ganz klar, meine Schuld. Also, Helfer F noch hinter mir her. Oh. Das ist doch schön. Jetzt mal. Helfern. Quatsch. Zu den Helfern. In den Feldern. Zuckerrübenfelder. Weil da liegen unsere ganzen Grasballen. Tausende. Boah. Er und er damit klar. Wow. Ja, gleich sind wir da. In 3 Felder, Feld 7, dann da oben das ehemalige Grasfeld, dann noch ein anderes Feld. Ist hier so eine Sache. Ja, dann wollen wir mal.
Ja, ich habe keine Fruchtzerstörung drin, wie ihr seht. Was ich jetzt mache, ist, ich rechne jetzt den Abfahrkurs auf. Gucken wir mal. Schon voll mit Zucker. Oh. Zucker ohne Ende. Geil. Zucker kann man auch gut verkaufen. Bisher noch nicht gemacht. Ich brauchte den Zucker für meine Schnapsproduktion. Und für die Bäckerei. Ja, die ist hier auch zum Erliegen gekommen, die Produktion. Weil die Spawnplätze alle voll sind. Ja, der Terrados hat durchdrehende Reifen. Ja, nichts machen. Hier erkennt er die Abfahrträger ja von alleine. Eigentlich. Wenn wir hier sauber wieder rauskommen, kommen wir zum Feld zurück. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Aber die Folge ist auch schon eigentlich wieder zu Ende. Ist hier noch eben. Klar. Dann soll es das auch gewesen sein für diese. Ups, gut, dass da keine Kollision drin ist. Das Feld. Zack. Behält 7 Nordzucker. Okay. Problem, was ich jetzt habe, natürlich, dass ich mich da hinten mitten im Weg gestellt habe. Gut, aber dann ist das so. Das ist jetzt bei den ersten 2-3 Bahnen vielleicht so, dass der da im Weg steht und ich hoffe, dass das dann einigermaßen gut selber läuft. Auf Feld 2 mit den Kartoffeln läuft es ja auch ganz gut. Klopf auf Holz. Ja. Schauen wir mal. Brauchen hier nicht die Zeit, die ganzen Punkte sehen, oder? Ja, guck mal, jetzt müsste aber eigentlich sogar der Abfahrer kommen. Weil ich bin ja auf über 75%. Ich habe ja, glaube ich, noch bei 75% abfahren, oder nicht? Habe ich das nicht gesagt? Habe ich gesagt. Timing. Timing ist keine Stadt in China.
ist. Jetzt fährt er wahrscheinlich gegen Baum oder so. Da hinten denn ab? Das auch, ja. Das Geflacker. Irgendwie Clipping-Probleme scheinbar, ja. Das ist wie ein Feuerwerk oder so. Na los dann. Ab dafür. Ja, schön aufs Dach. Oh. Naja, das geht ja. Es wird jetzt noch ein paar Probleme mit den Wänden ab und zu mal geben, aber dann ist das so. Da reinlassen. So, viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auch eine Menge Strom mal rum. Wow. Natürlich schön, wenn man sich die Arbeit sparen könnte. Ja, ich will mich nicht aufregen. Kann ja auch mal was selber machen. Ich bin ja ansonsten nur noch am Verwalten. Ein Glas Axion steckt im Verkehr. Steckt im Verkehr. Welcher auch immer das ist von den Leuten. Erstmal zum kümmern. Hey. Voll gut. Ja. Oh, wir überziehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zur Folge. Würde ich mich noch viel mehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch. In diesem Sinne sage ich Ciao.